Liebe Lichtarbeiter, ich bin Marisa und heute darf ich euch die Botschaft zur 10. Rauhnacht im neuen Jahr übermitteln. Die 10. Rauhnacht steht für den 10. Mondzyklus. Dieser Zyklus dauert im 2017 vom 20. September bis zum 18. Oktober. Der Mond steht in dieser Zeit im Sternzeichen Waage. Die Energie der 10. Rauhnacht steht für das Loslassen von Altem und vielleicht auch für das Abschiednehmen. Mit dem Mond in der Waage geht es um die Themen der Ausgeglichenheit und der Harmonie. Die Harmonie des Inneren und des Äußeren zu erlangen, ist in dieser Zeit besonders wichtig. Und wir haben jetzt viel Unterstützung aus der geistigen Welt, diese Harmonie zu stärken und zu verbessern. Auch die unterschiedlichen Seiten von uns, die sich vielleicht manchmal widersprechen, können jetzt verbunden werden. Und wir erkennen, dass diese scheinbaren Widersprüche oft viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Und auch da geht es darum, scheinbare Widersprüche in die Harmonie zu bringen. Die geistige Welt vermittelt uns für die 10. Rauhnacht folgende Botschaft. Indem wir lernen, mit uns selber in unserem Innern und in unserem Äußern in die Harmonie zu gehen, erkennen wir die grenzenlose Freiheit, in der wir uns bewegen. Die Freiheit, die uns die Möglichkeiten gibt, das zu tun, was wir möchten. Die grenzenlose, bedingungslose Freiheit unseres Geistes, unserer Seele und unserer Herzen. Die Freiheit zu denken, zu tun, zu manifestieren und zu reisen, wohin wir möchten. Die Freiheit, als machtvoller, kraftvoller Schöpfergott in diesem Universum tätig zu werden und zu erreichen, was auch immer wir uns zu erreichen wünschen. Zu erkennen, wer wir sind, unser wahres Ich, unser wahres Sein zu erkennen, ist im Oktober von großer Wichtigkeit. Und die Energie des Oktobers hilft uns dabei, unser wahres Ich klar und deutlich anzunehmen, die Bedürfnisse der Seele zu kennen und die bedingungslose göttliche Liebe fühlen zu können, die wir in jedem Augenblick unseres Lebens empfangen dürfen. Der Oktober verlangt von uns, dass wir eine große Klarheit, ein gutes Unterscheidungsvermögen entwickeln. Die Klarheit zu sehen, wer tatsächlich lichtvoll und liebevoll mit uns spricht und wer seine Handlungen im Licht zu verstecken scheint. Handlungen, die vielleicht nicht so liebevoll sind, wie sie sein sollten. Es geht darum, klar zu erkennen, wer Gutes, Hilfreiches für uns möchte und wer nicht. Und diesen klaren Erkenntnissen bedingungslos zu folgen. Denn auch diese Erkenntnisse führen uns dazu, unsere eigene Seele besser kennenzulernen, besser wahrzunehmen und die Freiheit genießen zu können, die uns geschenkt wird. Die geistige Welt möchte uns auf diesem Weg besonders intensiv unterstützen und hilft uns zu unterscheiden, wo etwas klar und deutlich ist und in liebevoller Energie und wo etwas noch Verbesserungspotenzial hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen klaren und freien Oktober. Alles Liebe!